Hallo, da sind wir wieder, Pip und Gitte. Pip ist noch im Adelsviertel hier in Ark. Du hast einiges gemacht offscreen, okay? Ja. Sag mal, was du gemacht hast. Ich habe nur verkauft und habe Lehrbücher gekauft. Allerdings hat das Geld nicht ganz gereicht. Ein Punkt haben wir noch übrig. Hm. Ich habe, wie üblich, Fernkampf auf 30, Schleichen habe ich auf 31 und leichte Rüstung auch auf 30, also die Grundwerte. Mhm. Und dann ist mir noch aufgefallen, genau, unsere Wohltaten haben sich gelohnt. Mhm. Ja, der Segen der Großzügigkeit, also die Spenden an die Bettler. Ich weiß nicht, wie viel man ihnen geben muss, aber irgendwann kriegt man den Segen der Großzügigkeit und der erhöht Tragkraft, Rhetorik und Lebenskraft. Uns ist aufgefallen, dass die Preise nicht mehr ganz so hoch sind. Ja. Das ist wohl die Rhetorik, die sich da bemerkbar macht, richtig? Ja. Gut, in anderen Worten, wir wissen nicht genau, wie viel das jetzt erhöht ist, aber es ist erhöht. Und du kannst es in Zukunft eine Münze vergeben. Also man muss ja nicht immer 10 geben. Zumal du jetzt arm bist wie eine Kirchenmaus, nachdem du so viel eingekauft hast. Ja, jetzt sind wir wirklich arm wie eine Kirchenmaus. Ja. Was ist das hier? Hier ist eine Notiz. Interesse an diesem Haus. Ach so, das kann man kaufen, wenn man Geld bei hat. Bei Sängerinnen und Freunde. Ja. In der Bank kann man das kaufen. Genau. Aber du hast ja auch noch Geld auf der Bank, richtig? Ja. Wir haben 1000... abgelegt. Ja, wir haben nur mehr 55 Groschen. In der Tasche. Hm. Damit können wir uns keine großen Sprünge leisten, das ist klar. Nee. Obwohl wir hier, da hinten, Peter. Halt, guck mal. Ja, gesehen, ich hab's aus dem Augenwinkel gesehen. Stürz dich in die Fluten. Ich stürz mich sofort in die Fluten, um das Symbol zu holen. Ja. 7 von 100. Oh je, oh je. Ja, wir sind ja noch klein. Mühsam ernährt sich nicht nur das Eichhörnchen. Und natürlich kann man gar nicht alle entdecken. Das kann ich mir nicht vorstellen. Na, kommen wir hier nicht rum? Doch. Kann man schon. So, und was wolltest du machen jetzt als nächstes? Jetzt wollte ich erstmal diesen Teil vom Adelsviertel fertig machen. Wir waren ja auf der einen Seite hingelaufen. Ja. Jetzt laufe ich auf der anderen zurück. Mhm. Und dann dachte ich mir, könnten wir Jesper besuchen. Mhm. Hier. Gesucht im Namen des Ordens. Sollen wir mal gucken. Ein Brigant. Koch. Na ja, mal sehen, wie groß der ist. Ach, hier geht's auch noch rauf. Den Auftrag haben wir ja noch nicht. Was ist das für ein Typ, der hier steht? Der Mann. Keine Ahnung. Ach, nur so ein Wächter. Ein Wächter. Okay. Der spricht nicht. Nee, na gut. Ein stummer Wächter. Ach, guck mal, hier haben wir auch eine Truhe. Ja, wir haben ja vielleicht viele Truhen. Ja? Aber dummerweise ist man dasselbe. Ein Adliger. Wow. Eine Adlige. Voran, die Flotte. Nee, nicht schon wieder der. Immer weiter. Voran. Ach, du hast keinen Sinn für die hohe Kunst, ich sehe schon. Die Schwerter in die Körper treibend. Oh, das ist was Neues. Die Schwerter in die Körper treibend, das kennen wir noch gar nicht. Dasselbe Spiel von Tag zu Tag. Na toll. Also, wenn dir noch nicht schlecht ist, kannst du mir eine Weile zuhören. Ich meine, das ist hohe Kunst. Er macht aus alt was Neues, aus alten Sachen neue Sachen. Indem er andere Laute diese von Karte spielt. Wollte aber das ich kann man, nicht. Ich nicht. Wir stehen fast davor. Hm. Ja, genau, da ist er ja. Jesper. Das ist etwas verwickelt, der Zugang, ja. Mhm. Mal sehen, wo er ist. Am Tresen. Habe ich hier was umgeworfen? Das Angebot steht noch, denk drüber. Hier ist er. Geht in den Flüsterwald. Nicht. Ja, wir gehen in den Flüsterwald, aber nicht gleich.
Ach, da sitzt er, sitzt ja. Ist gar nicht. Hey, du bist gekommen. Komm, setz dich. Ach, gerne doch. Mach mal doch. Und? Wie kommst du zurecht? Muss schon ein komisches Gefühl für dich sein. Gerade noch Flüchtling auf der Suche nach einem besseren Leben. Und ehe du dich versiehst, läufst du mit einer Magiebegabung durch die Gegend, die selbst einen alten Magier wie Funkenschlag stutzig macht. Ja. Aber eigentlich geht's ja nicht schlecht, oder? Mir geht's eigentlich ganz gut. Ja. Na, das ist doch schön. Ich bin jedenfalls gespannt, wie sich das mit dir weiterentwickelt. Aber erzähl mal. Was hältst du von diesem Land, jetzt, wo du ein bisschen Zeit hier verbracht hast? Ich stelle es mir als ziemliche Umstellung im Vergleich zu Nerim vor. Allerdings. So dieses Kastensystem finde ich ja noch nicht gerade toll. Na, dann lass mal hören. Ja, das kann ich mir vorstellen. Weißt du... Genau das ist auch der Grund, dass ich Tavernen so gern mag. Draußen kann passieren, was will. Hier drinnen stößt man immer auf Gelächter und gute Stimmung. Von all den schönen Männern und Frauen ganz zu schweigen. Naja, in der Unterwelt waren die nicht ganz so schön, ne? Nee, da hat's uns gar nicht gefallen. Oh. Oh. Reich gedeckter Tisch. In jeder Beziehung. In der Tat. Wobei ich mich an Enderal mittlerweile auch schon fast wieder satt gesehen habe. Morgen läuft ein Schiff nach Kilee aus. Und so wie es aussieht, wird es das letzte für eine lange Zeit sein. Mal sehen. Oh. Vielleicht haben sie noch einen Platz frei. Och, bist du uns schon verlassen? Du willst ja nicht etwa abhauen. Bist aber nicht in Ordnung. Na. Naja. Das war ja ohnehin alles mehr Zufall als gewollt. Der Orden brauchte jemanden mit Diskretion und Talent. Ich war im Lande. Fertig. Ja, je, ich als Gesandter des Heiligen Ordens. Kannst du dir das vorstellen? Eigentlich ja nicht. Haltet ein, Holdemaid! Befreit euch der Gewandung, auf dass wir gemeinsam in Malfas heiligem Licht baden können. So. Eigentlich gar nicht so übel, oder? Tja. Sehr überzeugend, wirklich. Wie schmeichelhaft. Aber weißt du, ich glaube, am Ende würde mir einfach sowohl der Pathos als auch der Idealismus für so einen Beruf fehlen. Ich weiß doch, wie die feinen Hüter dort oben über Söldner wie mich reden. Ich könnte 30 Jungfrauen vor einem wild gewordenen Myraden retten. Am Ende würde es heißen, ich habe es getan, um die Frauen ins Bett zu bekommen. Egal, was ich tue, für sie tue ich es aus niederen Motiven, weil ich ja ein käuflicher Halunke bin. Was sie dabei nicht verstehen, ist, dass es Ergebnisse sind, die zählen, nicht Absichten. Wie sagt der weise Eremit so schön, nichts ist dem Geretteten unwichtiger als der Grund seiner Rettung. Der einzige Unterschied zwischen einem Söldner wie mir und einem heiligen Hüter ist, dass ich mir wenigstens darüber bewusst bin, dass ich das, was ich tue, in erster Linie für einen Menschen tue. Und der bin ich selbst. Tja, sei wenigstens ehrlich. Ja, aber er hat auch seine moralischen Maßstäbe. Natürlich. Auch wenn er das nicht so gern zeigt. Naja, diese Helden und selbst erklärten Weltretter sind keinen Deut besser als jeder andere auch. Darauf will ich hinaus. Am Ende handeln wir alle immer so, wie es unserer Vorstellung von uns selbst entspricht. Das ist richtig. In anderen Worten, der Hüter rettet vielleicht die holde Maid vor den Banditen, aber... Am Ende tut er es, weil er sich gerne in einem bestimmten Licht sieht. Ja. Er hat eine Idealvorstellung von sich, ein Selbstbild. Und alles, was er tut, tut er, um dieser Vorstellung zu entsprechen. Weißt du, der Witz ist ja, dass gerade die Menschen, die sich höhere Motive auf die Fahnen schreiben, die wirklich gefährlichen sind. Weil sie nicht einmal ansatzweise kapieren, was sie antreibt. Und das macht sie verdammt leicht zu manipulieren. Alles, was der fähige Hassprediger oder Tyrann dann noch tun muss, ist es irgendwie zu schaffen, diese Menschen dazu zu bringen, dass sie seine Ambitionen mit in ihr Selbstbild packen, beziehungsweise als ihre eigenen begreifen. Und zack, fertig ist die perfekte Marionette, die es kaum erwarten kann, sich für ihn in das nächste Schwert oder den nächsten Pfeilhagel zu stürzen. Es ist einfach so idiotisch. Anders kann ich es nicht nennen.
Die Welt wäre so viel besser, wenn die Menschen sich einfach mal eingestehen würden, dass es nicht den einen Grund für unser Hiersein gibt. Und dass sie wie jeder andere eben auch nur einer Sache hinterherjagen. Und die ist unser Eigenwohl. Wenn jeder für sich selbst sorgen würde, wäre für alle gesorgt. Das sollten sich die Schnösel in ihren roten Gewändern da oben mal zu Gemüte führen. Ja, mein lieber Jesper, da hast du recht. Na, ich will auch eins sagen, ihr. Also ja, lass mich mal gucken, was alles zur Verfügung steht. Ja, ne, das ist klar. Wenn das wir was schenken, schön, schenken wir es letztendlich, damit es uns gut geht. Und wir sind mächtig mehr enttäuscht wie der Beschenkte, wenn es nicht gefällt. So ist es. Ist doch klar. Okay. Yep. Freude suchen und Leid vermeiden, wie der weise Eremit so schön sagt. Und glaub mir, wenn du dir dessen erstmal bewusst bist, lebt es sich um einiges besser. Ich habe vor allem ein Ziel, und das ist, am Leben zu bleiben. Und wenn es sich einrichten lässt, bei Zeiten ein gutes Glas Wein oder eine schöne Nacht genießen zu können. Oh, dem kann ich nur zustimmen. Na? Wahre Worte. Ja. Wie auch immer. Ich empfehle mich nun erstmal. War ein wirklich nettes Gespräch eben. Aber das Schiff nach Kile läuft morgen noch vor dem ersten Hahnenschrei aus. Und bis dahin will ich das Ganze noch mal überdacht haben. Na gut. Ja. An gut aussehenden Nerimesen hat sie ja kürzlich dazu gewonnen. Vielleicht gleicht das den Verlust aus, wenn ich gehen sollte. Halt die Ohren steif. Na gut, Jesper. Oh ja. Wir hoffen doch sehr, dass du nicht gehst. Ja, du würdest uns fehlen. So, und du wolltest dich jetzt um einen von diesen steckbrieflich gesuchten Verbrechern... Ja, wir müssen unbedingt Geld verdienen. Ja, wir brauchen... Aber erstmal auf die Uhr gucken. 6.51 Uhr ist eine schlechte Zeit zum Aufbrechen. Mann, hier ist aber ganz schön laut. Ist es jetzt abends? Mal fast zum Bus. Ja. Okay, dann gehen wir mal schlafen. Du stehst ja immer so früh auf. Ich weiß, was besser ist. Sichere Straßen. Hä? Was denn? Ist billiger. Aha. Wir haben doch das Lager unten am Fluss gefunden. Ach so, da, wo der grunzende, betende anzutreffen war. Der grunzende Troll. Na, der hat ja nicht gegrunzt, der Troll. Das war ja wohl der Typ, der gegrunzt hat. Tja. Beim Beten. Ja, und das liegt ja wohl in unserer Richtung. Okay, da waren wir mal wieder abgestürzt. Wir mussten das ganze Gespräch nochmal führen, aber hat sich ja nichts geändert an dem Gespräch. Jemals war es ja nicht gespeichert. Ja, also musste ich da nochmal durch. Genau, aber hat jetzt gespeichert, vorsichtshalber. Ja, allerdings. Ich sage ja, man kann nicht oft genug speichern. Hm. Ja, komischerweise, gerade beim Reingehen, Rausgehen, also immer diese Ladebildschirm, da stürzt er ganz gern mal ab. Hm. Ja, man vergisst das natürlich gleich wieder. Sonst würde man immer vorher speichern, aber irgendwie. Ja. Auf nach Norden. Denkt man dann auch nicht dran. Gut. Siehst du, der ist auch schon müde. Hm. Ach ja, das stimmt ja, du wolltest ja da draußen auch. Du wolltest ja am Strand übernachten. Ja, ist doch viel schöner am Strand übernachten. Strand übernachten ist schon schön. Das stimmt. Ich finde es schon schön, auf dem Schlafsack zu liegen und die Sterne anzuschauen. Ja, doch, das hat was. Genau. Auch so der Sonnenuntergang. Und dem Sand ist es eigentlich auch nie so hart. Kann nur recht kalt werden. Also, wenn man so wie Pepe keinen Schlafsack hat, zum Beispiel. Ja, das kommt aber auf die Breiten an. Ja, natürlich. In den Tropen ist das doch kein Problem. Da braucht man keinen Schlafsack. Unfall.
Ja, bei den frühen Morgenstunden wird es dann doch immer ziemlich kalt. Ja. Sogar in den Tropen. Ja, das stimmt. Da ist was zum Zudecken gar nicht verkehrt. So ist es. Aber so. Hier haben wir ja einen kuscheligen Schlafsack. Genau. Schön, guck mal, innen mit Pelz gefüttert. Mhm. So. 11 Stunden. Oh ja, mal wieder richtig ausschlafen. Ja. Ich meine, dieser Typ, der da gebetet hat, der betet ja offenbar nicht mehr dort. Sonst würdest du voller Grunzen wahrscheinlich gar nicht richtig schlafen können. Ach, ich schlaf tief und fest. Ah, hast du ja gesehen, ich habe ja trotzdem Grunzen bis Mitternacht geschlafen. Das stimmt. Ich hatte nur meinen Wecker gestellt. So, unser Eselchen brauchen wir hier gar nicht zu holen. Wie wir wissen, müssen wir erstmal wieder in die Stadt rein. Da darf er ja wohl offenbar nicht rein. Nee, da haben sie ihn einfach nicht reingelassen. Hier ist wieder der Myradenturm, den werden wir bestimmt auch noch benutzen. Keine schlechte Idee, dass er mit diesen Dingern durch die Gegend fliegt. Ja. Mit diesen Wesen. Ja, genau. Hier ging es nicht weiter, da mussten wir in die Stadt rein. Ich glaube, ich lerne es langsam. Südviertel. Sollte ich nicht verschreien und ich sollte speichern, bevor ich durch eine Tür gehe. Verflixt. Ja. Ach ja. Sieht irgendwie freundlich aus. Ja. Da hat wohl hat sich sein Maler niedergelassen oder was ist das? Jo. Keine Ahnung. Mal gucken, hat er. Ja, tatsächlich. Da steht eine Staffelei mit einem Bild drauf. Intensive Farbe. Kein Maler weit und breit. Der schläft wohl noch. Bist du der das? Der hat wahrscheinlich dem Wein zugesprochen in der letzten Nacht. Oh, der hat aber Vertrauen in seine Mitmenschen, dass er das alles hier stehen lässt, hä? Ja. Oder er war schon so besoffen, dass er nicht mehr wusste, was er tat. Nein, das in die Unterstadt wollen wir jetzt nicht. Da waren wir erst mal lang genug. Guck mal, ist auch schon früh auf. Ja, der spielt auch schon. Halt! Hä? Wollte der was von dir, der Braumeister? Ihr seid doch nie. Wollte der was von dir? Wo ist er denn? Wo? Ich hab's gar nicht richtig verstanden. Ihr seid Dings hier, Bumstein. Wir sind was? Neremese, wie man dich genannt hat. Das ist der Braumeister gewesen. Aber der war das nicht. Nein, der ist kein Braumeister, da steht Stadtwache. Da stand Braumeister. Ja, da ist er. Der Braumeister? Hey, warte genau. Mal. Ihr seid doch Neremese, oder? Ja, und? Ja, und? Woher wisst ihr das? Naja, sagen wir es so. Ich habe hier und da ein paar Augen und es ist immer gut zu wissen, wer, wann und wie in diesem Viertel verkehrt. Aha. Oh ja. Paar Augen hat er. Hilfe! Ihr seid ein unbekanntes Gesicht und das ist genau das, was ich gerade brauche. Aha. Lasst es mich kurz machen. Ich bin Geschäftsmann. Und mein Spezialgebiet sind die flüssigen Genüsse. Aha. Bier, um das Kind beim Namen zu nennen. Braumeister. In den Arker Tavernen werden vorwiegend zwei Getränke ausgeschenkt. Und das ist zum einen mein Bier und zum anderen Flussheimer Met. Dalsarker Honigwein, wie sie das Gesöff nennen. Aha. Eigentlich haben die Flussheimer Kälterei und ich eine Vereinbarung, aber die achtet der neue Winzer ungefähr so viel wie die Ralata den rechten Weg. Deshalb will ich, dass ihr mir helft, ein wenig ausgleichende Gerechtigkeit zu üben. Aha. Ja, genau, das ist es. Erstmal. Ja. Ja. Na sowas. Ihr interessiert euch. Das ist gut. Ja. Ich mag neugierige Leute. Es ist ganz simpel. 7 Fässer pro Taverne und pro Woche von mir, 7 Fässer von ihm. Niemand versucht mehr für sich herauszuschlagen oder den anderen übers Ohr zu hauen. Aha. Klingt fair. Richtig. Auf die Art und Weise besteht ein Gleichgewicht. Sollte eine Schenke mehr Bedarf haben, wurde das immer zwischen meiner Brauerei und der Kälterei zuvor ausgemacht. Mhm.
Fakt ist, der neue Winzerbursche interessiert sich nicht für die alte Vereinbarung. Er hat mich beim fetten Leoren, der Arka Edelschenke, angeschwärzt. Und dessen, verzeiht meine Worte, beschränkter Wirt hat sich überzeugen lassen. Seit 3 Wochen bleiben nun die Bestellungen vom fetten Leoren aus. So, so. Ja, was sollen wir da jetzt tun? Mit allen Seiten reden, oder wie? Ja. Ja, sag mal, du hilfst ihm. Wir brauchen ja Geld. Sehr schön. Hier, das ist ein Fläschchen hochkonzentrierter Essig. Was? Schleicht euch in den Keller des fetten Leoren im Oberviertel und kippt den Inhalt dieser Flasche in das große Metfass. Und das muss ich zwar nicht sagen, aber dennoch kein Wort zu niemandem. Und die Wache sitzt daneben. Tja, ist wahrscheinlich auf Seiten derer von Ark. Der andere kommt ja aus Flussheim. Das ist vermutlich ein Biertrinker. Ja, aber irgendwo gefällt mir sowas auch wieder nicht, dir. Tja. Oh ja, wenn der mit unlauteren Mitteln arbeitet. Dann können wir das auch, meinst du? Dann können wir das auch. Jeder ist sich selbst der Nächste, haben wir gerade gelernt. Ja. Naja, das haben wir nicht so gelernt. Naja, wussten eigentlich haben wir gelernt, das ist immer, was du tust, irgendwie in deinen eigenen Interessen irgendwie auch. Klar. Standhalten muss. Das heißt, du wirst immer in deinem eigenen Interesse handeln und nicht gegen dein eigenes Interesse. Und das ist ja ganz normal. Das tun eigentlich alle Leute. Schlimm wäre es halt nur, wenn du dafür andere dann wirklich schrecklich ausnutzt. Also über Leichen gehen finde ich auch nicht so gut. Nö. Sage ich. Nee, spielen wir ja Abenteuerspieler. Wein ist ja nicht über Leichen gehen. Nein. Nö. Ist ausgleichende Gerechtigkeit. Haha. Ja, das brauchst du ihnen aber nicht mal so viel einen zu geben. Groschen, Michel. Ein Groschen, bitte Groschen. Nur ein. Ach, danke. Jetzt sei nicht das, so geizig. Das ist wirklich sehr groß. Du bist so wie im richtigen Leben. Je weniger du hast, desto mehr gibst du. Na ja, dann kann man die Not der anderen am besten nachvollziehen. Nö, ich guck erst mal nach und rechne und überleg mir. Wer bist du? Matrose. Ahoi. Ich war einer von denen, die wahrscheinlich keine Arbeit mehr haben, weil die ja kaum noch Gefahr. Noch, ja, den kennen wir auch. Schifffahrt das war auch oder Seefahrt gibt es ja kaum noch. Hier ging es, glaube ich, wieder raus aus dem Hafengebiet. Ja. Hm. Ach. Wie üblich gucken wir uns natürlich alles an, was wir unterwegs so treffen. Ja, da ist eine Höhle. Und da ist eine Höhle. Ich wollte gerade unser Eselchen rufen. Ich habe die Pfeife ja jetzt gefunden. Das war wirklich eine Pferdeflöte. Ja, eben. Ich verstehe gar nicht, warum ich die nicht gefunden habe. Vielleicht bist du nicht auf Enter gegangen. Du hast nur Pferde geschrieben und nicht Enter. Tja, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie jetzt da. Mhm. Aber im Moment können wir sie nicht so richtig gebrauchen. So, wo ist denn die Höhle? Oh, guck mal, ist das ein hübscher Vogel. Hast du ihn gesehen? Nee. Hey, da unten auf dem Boden. Du siehst ihn ja nicht mehr auf dem... Hier. Ach, hier. Na, du bist ja eine Möwe. Ist eine Möwe. Emma. Ja. Oder? Genau. Jonathan. Alle Möwen heißen. Könnte auch Jonathan sein. Ach, alle sehen aus, als ob sie Emma hießen. Meinst du? Ja, bin ich schon. Alte Vorratskisten sind manchmal gar nicht verkehrt. Flussheimer Honigwein. Ja. Können wir gleich mal testen, ob der wirklich so schlecht ist, wie er sagt. Naja, schlecht ist er ja nicht. Nö. Hat er nicht gesagt, dass er nicht gesagt. Schlecht ist? Nein, nein. Und ich laufe hier so schön unbedarft durch die Gegend. Ja. Ich glaube, hier sollte man... Aber lass die Krabbe in Ruhe. Ah, ich lass sie ja in Ruhe. Oh, holen wir uns mal den Wolf. Nehmen den Bogen zur Hand. Bisschen speichern ist auch nicht verkehrt. Dann können wir wieder losmarschieren. Quecksilber. In letzter Zeit finden wir wieder eine ganze Menge Quecksilber. Mhm. Mal sehen, wofür das gut ist.
Man kann sich die Rezepte ja so, glaube ich, gar nicht angucken. Nee. Oder? Ich glaube, ich habe gar keins in der Tasche. Sonst hätte ich jetzt mal nachgeguckt. Ob das überhaupt lohnt, ne? Abzubauen. Guck, man kann es ja auch verkaufen. Da sind noch mehr von der Sorte. Na, brütest du hier? Die rumlaufen. Die haben auch alle gleich. Ja, drauf, so richtig so. Patsch, patsch. Der Boden bebt und zittert, wenn die da rumläuft. Also an schrecklichen Gegnern sehe ich bis jetzt nur Krabben. Aber hier, Höhle an der Königsbucht entdeckt. Ja, ich bin gerade auf Schleichen gegangen. Das ist bestimmt nicht verkehrt. Hier gibt es ja eine ganze Menge von euch. Ja. Vielleicht sollte ich mal richtig speichern. Ja, ich würde auch sagen, tu das mal. Wir haben keine Ahnung, was auf uns zukommt. Das heißt, ich jedenfalls nicht. Das ist ja die Königsbucht, das war ja da, wo der Troll war. Vielleicht sind hier Trolle drin. Ich meine, in den meisten Höhlen waren bisher Trolle. Aha. Spinnies. Tja. So eine komische Krabben. Krabbler. Mooskrabbler. Gehen wir erst links? Nee, ich gehe erst rechts. Hier ist ja schon wieder so duster. Da war das irgendwas. War nicht gut. Ja. Nee, war nicht gut. Aber ich muss versuchen, hier oben zu bleiben. Ah, Malachit. Das klingt wertvoll. Also das erinnert mich jetzt wirklich sehr stark an Skyrim. Pepe, der hier Erz abbaut. Ist also ausgeschöpft bzw. erschöpft. Wohl ausgeschöpft ist eigentlich auch ganz gut. Meinst du? Wenn du hörst erschöpft, dann denkst du auch die arme Ader. Zwischen sich die Stirn, die ist sowas von erschöpft. Ist die Frage, wer ist erschöpfter? Pepe nach dem Erz abbauen oder die Ader? Ja. Na gut, ich gehe erstmal am Rand entlang. Ach. Ja, da sind wir. Das, das ist ja ein Rundgang. Ja. Das ist auch in Ordnung. Das wäre mir gar nicht aufgefallen, weil da nicht dieser Mooskrabbler rumliegen würde. So viel zum Thema, wir gehen erst rechts lang. Naja. Fledermäuse. Oh ja, Fledermäuse sind gut. Flattermäuse. Mm. Oh. Ja, das ist, was ist das? Hier stoppt's. Was ist da oben? Was ist da? Spinnies. Wieder so ein Mooskrabbel. Großer. Aber der hat... Der streckt schon alle Achte von sich. Da kommt einer. Kommt der nächste. Sie umgedreht, war jetzt irgendwie lustig. Ja, der wollte wieder weg, hä? Vielleicht. Das ist ihm nicht geglückt. Hat so ausgesehen. Hm. Ah, viele haben die ja nicht dabei. Nee. Nur ein bisschen Spinnengift. Ach, ich muss mal ein bisschen Alchemie betreiben. Ja. Ach, ist ja noch mehr. Solltest du vielleicht vor allen Dingen, hast du deine ganzen Gifte verkauft auch? Ja, was soll ich damit? Bring dir auch ein bisschen Geld. Ich meine, ein bisschen Geld kann man mit dir auch machen. Ja, ist aber schwer loszuwerden. Kauft kaum jemand. Ach, kaufen nicht die Alchemisten, aber die haben nicht so viel Geld an, ne?
Bitte nur so wenige. Die haben auch Geld, aber die kaufen es meistens ja die nicht. Die kaufen es nicht mal? Nee. Warum macht man das? Hast du gesehen, das ist ein Riesending. Oh nee, du hast es nicht mal getroffen. Das war daneben. Pass auf. Den habe ich gar nicht kommen sehen. Na ja, sehen. Klar. Ja. Wenn es nicht sieht, ist natürlich nicht mehr so richtig gut. Und wo ist die andere? Es war ganz gut, dass ich was in meine Rüstung investiert habe. Oh, nee. Kann man nur hoffen, dass es da keinen anderen Ausgang gibt. Da ist er. Nee, gibt's nicht. Gibt wohl keiner. Okay. Die ist auf jeden Fall nicht mehr am Leben. Gut. Oh, die gibt sogar Pfeile zurück. Ist hier was dahinter? Bam. Nee. Nix dahinter. Mal sehen, hinter diesen Spinnweben ist ja öfter mal was Interessantes. Ein Waschfrauenpilz, den haben wir schon mal gesehen, aber ich finde die Bezeichnung so lustig. Nee. Nöscht. Da sieht man sogar den blanken Fels. Hm. Ja, da hinten kannst du ja noch hingehen, dann machen wir Schluss. Da ist eine Truhe, ich sehe da eine Truhe. Und hier ist Mondstein. Mondstein, Mann, das lohnt sich hier ja richtig. Ja, das ist ganz gut. Hier gibt es ja richtig interessante Sachen abzubauen. Hm. Und schon ist die Ader wieder erschöpft. Genau. Gut. Den Rest machen wir nächstes Mal. Würde ich auch sagen. Okay, bis dann. Bis dann.